Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Siedler 3 Amazon Kampagne. Und weiter geht's. Ja, wie ihr seht, haben wir hier oben den Steinbruch etwas freigelegt. Und da dürften sich erstmal unsere Steinprobleme gelöst haben. Was noch? Sonst ist weiter großartig nichts passiert. Das eine Haus ist fertig geworden, das große. Das war auch dringend notwendig. Weil wir dann doch lange Wege haben und viele Träger brauchen. Deswegen habe ich auch unsere Träger mal auf 30% hochgesetzt. Mal schauen, wie das so weitergeht. Ja, wir haben unsere zwei Labore. Die sind auch kurz vor der Fertigstellung. Okay. Dann haben wir hier noch unsere Minen, Schwefel und Edelstein. Da muss ich nochmal schauen, ob wir da nicht noch irgendwie noch ein paar Spitzhacken brauchen. Ich guck mal kurz, wie viel wir noch haben. 4 Stück. Ich würde sagen, wir machen mal noch 2. So. Mal gucken. Ansonsten hier... Nee, hier ist alles voll. Das könnte man eigentlich ja fertig bauen. Wir beginnen auch schon mit der Rekrutierung. Leider noch nicht so viel Kampfkraft, aber... Ja, mal schauen. Müsste hier auch bald irgendwann mal der Aufwertung kommen. 60%. Wir haben Imkereien 7 Stück. Ich würde schon noch irgendwo mal noch 3 Stück vielleicht noch hinsetzen. Hier vielleicht. 1, 2. Ja gut, das andere, da finden wir auch noch was. Aber das war's dann auch dann langsam mit Steine, ne? Ich hoffe, da kriegen wir dann erstmal soweit alles aufgebaut. 70%, das geht noch nicht so flockig, ne? Einen großen Tempel könnten wir eventuell auch noch... Ja, okay. Hat jetzt zwar nicht so die Priorität, aber wäre vielleicht ganz günstig, wenn wir es hätten. Ja, und? Wie sieht's aus hier? Der letzten Züge. Fisch, okay. Rot könnt ihr auch gebrauchen. Ja, okay. Die werden jetzt aber... Das liegt in den letzten Züge. Da werden wir bald durch sein. Ich hoffe nur, dass der Ägypter noch ein bisschen die Füße stillhält und nicht gleich angreift. Das wäre ein bisschen doof. Jetzt, wo wir gerade so weit sind, ne? Was braucht denn der hier? Honig und Brot. Okay. Ja, das spielt uns auch in den Karten. Also wir brauchen schon Brot ohne Ende. Deswegen haben die wahrscheinlich auch so viele Sensen da mit hergetan. Da könnten wir uns überlegen, vielleicht mal noch 2 Bauernhöfe hinzusetzen. Hier und ja, hier vielleicht noch so. Das wird auch fertig, aber es hängt, glaube ich, immer noch ein bisschen so an Baumeistern, ne? Aber ich weiß nicht, ob sich jetzt das noch lohnt, nochmal einen Haufen Hämmer zu machen. Oder wir bauen einfach zu viel. Das kann auch sein, ne? Das ist auch fertig. Müsste auch bald besetzt werden. Da ist schon jemand auf dem Weg. Okay. Hier die Schwefelmine. Hier, das müssen sie noch fertig bauen. Aber wir haben doch eigentlich jetzt genug, ne? Wir haben doch... Noch 3 Spitzhacken. Das reicht ja. So... ihr habt noch, ihr könnt hier noch ein bisschen die Steine hier noch abhacken. Und wenn wir die abgehackt haben, dann machen wir euch weg. Ja? Genau. Aufwertung, jawohl. Ist natürlich cool, wenn wir dann noch hier noch Gold produzieren könnten.
Kommen Sie schon rüber? Ja, Sie kommen schon rüber mit Edelsteine. Sehr gut. Ist denn alles besetzt eigentlich? Warum ist die Schwefelmine nicht besetzt? Sind die erst noch unterwegs oder was? Hier, Nummer 1. Und? Ist bestimmt noch, also... Spitzhacken sind ja noch genug da. Na, das denke ich mal, das wird bald... Was? Juhu? Wer hat Juhu gerufen? Gibt's was? Ich denke, hier unsere Geologen können wir auch ein bisschen abziehen. Geht mal hierher. Vielleicht findet man noch irgendwo was Interessantes. Aber ich glaube nicht, dass man da... Wo ist denn jetzt unsere zweite Geologin hier? Ja. So. Können wir denn schon wieder... Wir machen hier oben jetzt noch eine Imkerei hin. So, hier. Schluss. Hätten wir jetzt mal richtig loslegen können hier. Und genau, eine Honigwinzerei. So, gleich mit hier ran. Da brauchen wir Wasser. Könnten wir vielleicht sogar noch ein Wasserwerk. So. Okay. Ich würde sagen, das sieht jetzt so gar nicht schlecht aus. Werden die versorgt? Fisch? Ist immer noch nicht besetzt. Ach, hier ist einer. Okay. Die ist auf dem Weg, alles klar. So, Honig und Brot. Wie sieht's denn aus bei der Mühle? Also Brot ist da, okay, bei den Bäcker. Sollten wir mehr Träger brauchen? Wie sieht's denn aus mit den Siedlern? Da brauchen wir bestimmt wieder, ja, da brauchen wir. Okay. Also. Noch ein Haus. Hier oben haben wir dann jetzt aber auch nichts mehr mit Steine. Hier sind noch ein bisschen. Ganz hier hinten, okay. Ja, dann würde ich sagen... Naja, wir lassen... Ja, wir lassen die mal hier noch ein bisschen. Haben wir denn sonst noch irgendwo unsere Pioniere rumstehen? Nee, die sind alle hier oben im Norden, ne? Gold. Uff. Wartet. Da müssen wir gleich nennen. Da dürfen wir keine Luft anlassen. Warte. Goldmine? Hier. So, alle verfügbaren Einsatzkräfte von Geologikerin. Hier ist sowieso nichts. Komm mal mit hier rüber. Komm. Du klopfst mal hier ein bisschen ab. Hier ist nichts. Dann gehen wir hier ein bisschen weiter nach links. Brauchen wir ja dann natürlich auch noch eine Goldschmelze. So, es kommt alles hierher. Und ein Lager. Ein Lager und bitte nur mit Gold. Kannst du wieder nicht anklicken, ne? Komm, mach mal helle. Jetzt. Und nur Gold, bitte. Ah, hier machen sie schon los. Sehr schön. Geht's denn da wenigstens gleich los mit der Kampfkraft hier? 42%. Na, das sieht schon ein bisschen besser aus, ne? Aufwertung immer noch 5. Honig, ja, weil die den Honig rüber in die Mine bringen, stimmt. Na genau, die bringt den Honig in die Mine. Wie viel
Träger haben wir jetzt? 35. Sollte doch eigentlich reichen. So, okay, dann machen wir eben noch ein bisschen Honigzeugs hin. Also hier und hier unten haben wir auch noch mal Bäume. Komm. Zack. Und nehmen wir die Bäume hier oben noch mit. So, dann müssen wir doch aber reichen, ne? 12. 12 im Karren. Okay. Warte, hier ist ein Pionier. Was machst denn du hier so einsam? Geh mal mit hier auf der rechte Seite. Oh, Steine. Das ist natürlich sehr schön. Moment, Spitzhacke. Aha, 0. Müssen wir direkt noch eine machen, ne? Wir machen mal 2. So. Ja, hier ist nämlich auch schon wieder alles abgeklopft hier. Okay, wie sieht's denn hier aus? Hier hast du schon alles weg, ne? Okay, dann können wir dich erste Mal entlassen. Hier ist noch ein bisschen Stein. Auch nicht mehr so viel. So, dann gehen wir mit hier auf die rechte Seite. Da legen wir mal das Steinfeld frei. Also bisher läuft's ganz gut, schätze ich. 55%. Hier kommen sie mit Eisen. Sehr schön. Machen wir da... machen wir eine dritte Waffenschmiede hin, ne? Komm, wir sind mal so keck. Weil ich könnte mir vorstellen, jetzt ist fast eine Stunde rum, dass der sich dann jetzt gar nicht mehr so lange bitten lässt. So, jetzt haben wir alles besetzt. Die haben auch alle Nahrung. Okay. Das läuft gut. Ist nur halt ein verdammt langer Weg, ne? Ist hier schon jemanden unterwegs? Ich könnte mir vorstellen, wie sieht's denn bei den Fischen aus? Doch, hier. Hier liegen auch noch genug rum. Also ich denke, wenn das Haus jetzt fertig wird, dürften wir wieder genug Träger haben. Das ist jetzt so ein bisschen unser größtes Problem. Wie immer, ne? Keine Träger. Viel zu bauen und keine Träger. Okay. Hier legen sie das Steinfeld frei. Wisst ihr was? Hier oben braucht ihr auch nicht rumgurken. Ihr geht jetzt mal mit auf die rechte Seite her. Es sind ja auch noch mal Steine, aber auch nicht... Nee, nicht zu viel. Okay. Prozent. Göttliche Gabe, ob muss man... Oder heben wir uns das ein bisschen auf jetzt hier, um mal ein Auge zu werfen? Ja, würde ich auch sagen, dass man da mal... später mal ein Auge werfen, wie stark der Ägypter ist. So, die Goldmine ist besetzt. Ihr habt aber auch nicht anderes gefunden, ne? Nee, das ist nur das eh nicht kleine Stückchen hier. Gehen wir weiter hierher. Und du gehst mal weiter in den Norden. Und guckst da mal. Okay. Zeig mal her. Haus fertig. Ah, Baumeister halt, ne? Boah, Spione könnte man aussenden. Und wenn die bloß ein bisschen die Grenze bewachen, das wäre...
Na kommt, werd fertig. Alles klar. Jetzt kommen sie raus. Hier der Römer, der macht mir noch ein bisschen Sorgen. Wenn dann mal eine richtige Invasion kommt, hat er hier nicht so viel entgegenzusetzen, ne? Aber da kann ja vom, wie ich das so richtig gesehen habe, vom Ägypter kann der nicht angegriffen werden. Der Ägypter muss erst bei uns vorbei. Aber da kann vom Asiaten angegriffen werden. Und das... Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, im ersten Teil, ich habe aber auch keinen Bock, jetzt hier meine Armee zu teilen. Da ist er einfach noch zu klein. Okay. Habt ihr hier noch Steine? Ja. Und ihr? Ihr habt... Na, noch ein bisschen was habt ihr, aber das... Der kommt jetzt gerade hier zurück. Wenn der da ist, da reißen wir das ab. Da reicht ja hier ein Steinbruch. So, leg mal ab den Stein. Zack. Gut. Und dann können wir schon mal hier oben bauen. Hier. Gut. Was ist das hier unten? Ach so, ich dachte schon, da ist eine Armee. Eine feindliche. Das ist bloß die Grenze. Das ist so elendig zäh, ne? Diese Aufwertung. Wie sieht es denn da aus in den zwei? Die haben zu wenig Honig hier. Produzieren wir denn hier oben im Norden schon? Sag mal her. Kann man das erkennen? Nee. Da müssen wir noch ein bisschen mehr bauen, denke ich. Hier? Na, dann machen wir hier noch ein bisschen. So. Kann man mit Jorna, genau. Mit 43 Schwertkämpferinnen. Na, es wird langsam. Hier oben sind auch noch mal Steine, das ist gut. Hier können wir noch einmal Honig hinsetzen. Ich bin halt noch mal überlegen, ob wir noch was hinüber zum Römer schicken. Wenn es nur 10 oder 15 Soldaten sind, ne? Die wir dann vielleicht ein bisschen noch mit hier ranstellen. Wo kann man denn die Festung besetzen, wenn der das nicht macht? Passt mal auf. Ich nehme jetzt mal hier ein paar. Wie viel haben wir denn da? Stellt euch jetzt mal hier her. Es geht ja dann noch bloß ein bisschen darum, wenn der dann, wenn der auftauchen sollte, dass das ein bisschen verzögert, dass man den vielleicht ein bisschen aufhalten können, bis die Hauptarmee da ist. Obwohl, das dauert ja auch ewig, ist ja weiter Weg. Ha. Okay, passt mal auf. Stellt euch jetzt mal mit hier an die Festung ran. Ich hoffe, da nimmt mir das nicht übel. Wie viel sind denn das jetzt? Ja. Ja, ist okay. %61. Muss ich mal gucken, gibt es denn hier irgendwo, wo es vielleicht noch nicht so läuft? Der braucht Gold. Ja, gut, wir haben bloß eh eine Mine hier, ne? Ich wüsste aber auch nicht, ob vielleicht noch was anderes irgendwo wäre. Gehen wir hier hoch. Vielleicht haben wir ja
Dann schicken wir mal noch eine Geologin hier rüber. Mal gucken, was da ist. Nö, da scheint mir das nicht übel zu nehmen. Mal gucken, vielleicht, wenn wir dann doch die Chance haben, unsere Truppe hier noch ordentlich zu verstärken, können wir auch mehr rüberschicken. Da sind wir auf jeden Fall dann auf der sicheren Seite. Ich weiß ja auch nicht, wie stark der Römer ist. Hat er irgendwo Gold rumliegen hier? Nee, sieht nicht so aus. Na? Bäcker brauchen wir. Wir brauchen mehr Bäcker, ne? Ich setze mal hier noch eine Mühle hin und nochmal zwei Bäcker. So, komm. Zwei Bäcker und nochmal ein Wasserwerk. Weil wir brauchen ordentlich Brot hier. Ein Lager brauchen wir auch noch. So. Nur Gold bitte. Du bickerst hier oben. Sehr schön. Habt ihr noch was zu bickern hier? Hier geht's auch langsam zur Neige. Und du hier? Du bist hier auch mit allem durch, okay. Wartet mal. Nee, nicht abreisen. Da könnte doch noch hier hochgehen und die noch. Ja. So machen wir das. Hier Hammer, damit wir. Wir machen mal noch zwei Hämmer, damit wir die eine Waffenschmiede noch besetzen können. Hatte ich stark vergessen. Wenn wir die jetzt. Nee. Wir können doch jetzt nicht hier die. Die ist doch aber nicht besetzt, die Burg. Ich würde die jetzt aber auch nicht besetzen wollen. Das werdet ihr doch als Angriff, oder? Das wäre natürlich. Das geht doch nicht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob das schon mal jemand von euch hatte, ob das funktioniert. Wenn wir jetzt diese unbesetzte Festung, wenn wir da einfach reingehen. Na, dann deklarieren wir das ja als unser Land. Und alles, was dann auf unserem Gebiet ist, wird ja vom Römer zerstört. Also ich vermute mal, wir richten da mehr Schaden an, als wie, was wir ihm da helfen, ne? Na gut, dann lassen wir unsere Leute mal so stehen. Wie sieht's hier aus? 63, 66. Kampfkraft 66. Ja, es geht schon langsam so in die richtige Richtung, ne? Warte mal, was gibt's denn hier noch so für... Achso, ja, hier, Mühle, genau, okay. Brauchen wir wieder... Es ist wieder mal Mangel. Mangel an Siedlern. Okay. Setzen wir mal hier noch ein Haus hin. Ja, dass wir ordentlich rekrutieren können. Ich weiß nicht, ich bin am Überlegen, wenn wir es geschafft. Wartet mal. Hier oben ist der Asiade. Komm, wir ziehen uns da mal hier zurück. Wir gehen den mal nicht so sehr auf den Beutel. Ihr könnt hier hinten noch euer Zeugs machen. Aber euch wandeln wir jetzt mal um. Und zwar... Und hier noch. Gut. Na, da haben wir noch eine Dreiviertelstunde vor uns. Mal gucken. Wartet mal. Da hat hier ein Fischer. Wartet mal. Da hat mir hier ein Fischer zerstört. Das wird
gleich wieder einen hinsetzen. Drecklappen. Wir können auch noch mal einen hier oben hinsetzen. Jetzt haben wir ja Platz. Hier und hier habe ich gerade noch einen rumspringen sehen. Ah, zu dunkel, kann man nicht anklicken. Na gut. Aber ich muss sagen, es läuft. Drei Waffenschmieden. Da holen wir ordentlich auf. Was macht denn eigentlich hier? Können wir schon mal ein Auge werfen? Wir werfen mal ein Auge, komm. Wie die Insel beschaffen ist und wie viel der Gegner hat. Ach, du grüne Neune. Siehst du, da kann auch von unten bedroht werden. Von allen Seiten eigentlich. Aber hier ist es die meiste Gefahr. Was hat denn der da für eine? Ach du Scheiße. Göttliche Gabe vielleicht noch ein bisschen. Stein, Schwerter, nochmal. Okay, noch ein paar Bögen. Können wir alles gebrauchen. So, die erste Runde mit Aufwertung Hammer. Ist denn hier noch was gefunden worden? Nee, da ist auch noch Kohle. Das ist tatsächlich nur der kleine Pieps hier mit der Goldmine. Okay, das Lager ist auch fertig. Ja, ich würde sagen, das läuft jetzt erstmal ganz gut. Es passt mir zwar nicht so, dass der mir hier den einen Fischer weggehauen hat, aber na gut. Könnte schlimmer sein. Wartet mal, können wir jetzt hier den Fischer noch... Na, geht's? Jetzt. Gut, du gehst... Mit hier nur noch, da habe ich Fische gesehen. Okay. Da würde ich sagen, da machen wir erstmal einen Cut. Bauen noch ein bisschen auf. Ich denke mal, wir haben eine ganz ordentliche Truppe zusammen. Also schaltet gern das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Siedler 3 Amazon-Kampagne. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Also bis dahin. Ciao, ciao.